ein herzliches Willkommen und Jodeliti, liebe Leute. Jodeliti. Willkommen zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Hier mit mir, dem Horsti, Knorsti, Borstiborsti, Anführer der Schakale. Ich nehme alles, was der hat. Und endlich kämpfe ich wieder. Das ist ja Gott sei Dank einmal befriedigend, dass ich endlich wieder kämpfen tue. Aktentasche, Schnapsglas. In einer Aktentasche ist ein Schnapsglas drin. Was haben wir dafür? Einen Mitglied der Schakale. Ja, also da ist nichts wirklich Besonderes dabei. Leute von heute. Ja, wir haben ordentlich, also ordentlich. Am Ende der letzten Folge jetzt noch gekämpft. Ah, es ist so. Hat endlich wieder gekämpft, Leute. Ich werde mal meine Waffe nachladen. Ja, ich wollte das eigentlich gar nicht jetzt. So, da kann ich nicht rein. Ich kann da nicht rein. Jo. Gibt's da irgendwas zum Stehlen, Lenlen? Verschlossen leicht, Leute. Schau nochmal. Splitterrenate. Das ist die Splitterrenate, Leute. Darf ich vorstellen? Splitterrenate, mein Publikum, Splittergranate. Ah, Leute. Es ist einfach so. Minenkiste, Splitterminen. Sonst haben wir da eh nichts. Aber wo muss ich jetzt eigentlich schnell hin? Hier. So, da wollte ich eigentlich hin, weil ich sollte da im Iwampa Trockensee was machen. Und zwar sollte ich die ausrotten. Ich speichere mal. Ja, dass ich auch einmal so Nebenquesten mache und so. Für was bin ich denn da, Leute? Ja, es geht nicht mal lang, die Session. Ich schätze mal die Folge und die nächste. Und dann ist einmal Schluss mit der Session. Iwampa Trockensee. Das ist da drüben. Und da haben wir einen Skorpion. Der ist leer. Den habe ich schon gelootet. Hä? Oh mein Gott, was ist denn das für ein komisches Geräusch? Ich krieg grad Gänsehaut. Es ist aber immer so. Wenn ich jetzt wirklich irgendwo so, oh, so grustiges Lied und so und Geräusche höre. Ich krieg so Gänsehaut. Automatisch kommt das. Wo ist da jemand? Da schießt jemand, aber ich weiß nicht. Ja, egal. Da drüben soll er sein. Irgendwo. Iwampa Trockensee. Da ist jemand. Schaut mal. Ach, Leute. Spukt es da? Da unten. Leute. Da sind sie eh schon. Das werden wir auf jeden Fall jetzt einmal aufnehmen, diese. Also aufnehmen. Wir werden es annehmen jetzt. Also wir werden es erledigen. So, servus. Du bist der ganz feine. Zack, zack, zack. Und jetzt einmal noch, komm. So, das ist eine große gewesen. Servus, Riesenarbeit der Ameise. Was soll denn das? Stimpack wäre toll, wenn ich nehmen könnte. Aber ich habe nicht mehr viel. Deshalb wäre es toll, wenn ich verkaufen würde. Schön, einmal schieße ich noch so drauf. Passt. Ich nehme aber da aus, Leute. Ameisenfleisch. Nö, will ich jetzt nicht. Ich will da ausnehmen. Ameisenfleisch. Da haben wir noch Ameise. Natürlich werde ich das alles auch ausnehmen, was geht. Servus. Oh mein Gott, da ist wieder so eine große. Ich muss ehrlich sagen, die sind so richtig zäh, Leute. So. Fertig. Na, da drüben sind noch welche. Okay, verstehe. Aber Leute, nichtsdestotrotz muss ich jetzt Stimpaks nehmen.
ein Stimmbug zumindest. Dann speichere ich noch einmal ein. Ja, es ist wichtig, dass ich Aufgaben annehme. Weil nur so kann ich stärker werden, Leute. Und ich muss stärker werden. Ich kenne das Spiel. Das ist richtig heftig, wird später noch. Und mit dieser Waffe komme ich sowieso nicht weit, Leute. Servus. Ah, noch ordentlich Muni. Boah, bist du gescheit. Kritischer Treffer. Na, jawohl, ja. Zu Ranger Jackson gehen. Dann will ich auf jeden Fall da das machen. Aber natürlich werde ich den rausnehmen, Leute. Was soll denn das? Ich muss ja schließlich verkaufen, was das Heuk zählt. Aber looten muss auch sein. Irgendwo der Loot vielleicht. Ich könnte reisen, Leute. Warte mal kurz, haben wir da noch, da ist noch eine Ameise zum Ausnehmen irgendwo, oder? Nö, voll nicht. Oh ja, irgendwo da war noch eine Ameise zum Ausnehmen. Weil da ist noch eine auf mich zugekommen, ne? Oder? Da. Oder da. Nö. Ist ja wurscht jetzt. So, dann gehen wir mal weiter. Und ich glaube, da können Feinde sein. Ja. Zu Ranger Jackson gehen. Jackson! Ah, da, Leute, schaut mal, da habe ich Loot. Ach, du Heilige! Schaut mal, Loot! Schaut mal! Ach, ich bin tragen. Ich bin tragen. Leute, ich bin tragen und kann nicht mehr überlasten. So wollte ich es jetzt sagen. Leute, gut, ja. Kleidung. Zum Beispiel, wir können reparieren die Lederrüstung. Ja, sehr gut. Dann können wir reparieren da nichts mehr. Waffen vielleicht. Meine 9mm. Na geh, Leute. Sehr gut. Und das, die Messer kann ich reparieren, Leute. Fertig. Passt. Ja. Ich muss überlegen, mal schauen, ob es hier was gibt noch. Da schaut mal, was ist da drin? Nevada, aber Agavenfrucht. Was ist das für eine Frucht? Agavenfrucht, okay. Boah, schaut mal, wie viele. Das sind so Kerne. Pinienkerne sind da drin, Leute. Ah, da hatte ich mich ja mal festgepackt, Leute. So, gehen wir weiter. Leute. So. Weiter geht's. Ich habe keine Stimpaks mehr. Ich will Stimpaks haben. Das ist ganz wichtig, dass ich mir Stimpaks nehme, Leute. Ich muss Stimpaks sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Spiel. So, da haben wir eh eigentlich nichts mehr gehabt. Schätze ich mal. Wie schaut's mit der... Oh ja, okay, bitte. 39 Minuten gerade einmal. So kann ich schneller. Was bist du für eine? Oh mein Gott. Hä? Hallo? Söldnerin. Servus. Ja, die ist auch unterwegs gerade, Leute. Warum nicht? Ja, ich könnte hinreisen, ich weiß. Aber irgendwie will ich das jetzt nicht. Ich will da erstmal schauen, ob es noch irgendwas zu looten gibt. Da haben wir einen, genau, der ist, das ist ja der eine da, der Sergeant Kilburn. Haben Sie sich verlaufen? Ja, ich habe mich, nö, Leute. Ja, ich habe mich verlaufen, du Vogel, du hilfst mir sicher, oder? Nö, Leute. Jo. Ich kann verkaufen, Leute, bevor ich zu Jackson gehe. Das werde ich auch machen. Hier. Ja, da gehe ich auf jeden Fall. Die schlafen aber alle schon. Es ist wieder finster, Leute. Servus! Du kannst mir sicher Sachen verkaufen, Lassie. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Du bist eine Vogelin.
Ja. Schau. So, ihr Lieben, was kann ich verkaufen? 10mm Pistole kannst du haben. Die hat einiges an Ocken. 10mm Patronen kannst du natürlich auch haben. Leute! Ameisenfleisch 10-mal, Ameisennektar, Bier, Bleirohr, natürlich. Dietrich und du, nö, Leute! Haklammern, Hammer, weg damit. Honig, Mesquitenschote. Jets, Kaffeekanne, weg damit. Die Tassen auch weg. Klemmbrett, Lackierpistole, Ledergürtel. Ja, ich glaube, Lederrüstung, Leute, kann ich hier verkaufen. Leere Brauseflasche, leere Mikrofusionszelle, ich gebe eh nichts her. Medizinisches Klemmbrett, Messer. Ich will mir die Metallrüstung noch behalten. Zum Reparieren oder irgendwas. Motorrad-Handbremse. Ja, die Agavenfrucht kannst du haben. 2-mal Pinienkerne. Schachtelzigaretten. Das da. Splittergranate. Dependin, Wunderkleber, Ödländer-Outfit. So, passt. Ihr Lieben, na bitte. Hast du Stampix für mich? Ja. Gib mir gleich einiges an Stampix her. Whisky, gib mir 2 her. Und ich bin fertig mit dir. Aber hast du noch Patronen eigentlich? 9mm Patronen. Ja, hat sie. Alle her. Ja, akzeptieren, danke. Tschüss. Gut. So, da, Jackson. Wo ist Peter Jackson? Das ist ja der von Herr der Ringe, der Macher, Peter Jackson. Ha! Wer kennt den nicht, Leute? Herr der Ringe, alle 3 Teile durchgesuchtet. Echt jetzt? Ich mag Herr der Ringe, ja. Ein Ring, sie zu knechten und sie auf ewig zu binden. Ach, Leute, herrlich. Soda! Vielleicht kannst du mal Sachen reparieren. Sie haben schon viel Gutes getan und sind ein Vorbild für andere. Ich weiß, dass Ranger Jackson das sehr an Ihnen schätzt. Ja, danke. So, repariert. Alles klar. Die Kronkorken habe ich für diese Rüstung nicht. Wurscht. Na, danke. Auf Wiedersehen. Sir? So, wo ist der Jackson? Da hinten ist er, was ich weiß. Servus! Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie. Aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Habt ihr zuvor eine Belohnung erwähnt? Hör auf dein Herz, Aufgabe abgeschlossen. Stufenaufstieg. Ja, bitte! Nein, ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden. Und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten 1-2 Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Sehr gut. So, da, ihr Lieben, na bitte. Also, ich würde mal sagen, Sprache auf 45 rauf, das brauche ich nämlich. Dann, ihr Lieben, Feischen auf 35. Dietriche werde ich auf 35 geben. Fertig. Danke. Weiter. So, Leute. Erst hallo. Was ist da? Heller Kopf. Mit jedem Rang des extra heller Kopf erhalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Intensives Training. Ich muss es mir jedes Mal durchlesen, Leute. Special Attribute um 1 Punkt erhöhen. Okay, Ledekiller. Ja, Leute. Langzeitig. Mit dem Wechsel bleiben die Boni durch Fertigkeitsmagazine 3 Mal so lange aktiv. Kannibale. Verständnis. Mit dem extra Verständnis erhalten Sie den doppelten Bonus durch Magazine und zusätzliche Punkte. Ah! Durch Fertigkeitsbücher. Bleimagen. Mit dem extra Bleimagen nehmen Sie beim Verzehr von verstrahlten Lebensmitteln. Blutiger Tod. Mit dem extra blutiger Tod explodieren Charaktere und Kreaturen, die Sie töten. Oft in einer roten Matschwolke voller Gedärme und Augäpfel. Was für ein Spaß. Und außerdem fügen sie mit allen Waffen 5% zusätzlichen Schaden zu. Härte. Mit dem extra erhalten sie +3 auf ihre allgemeine Schadensschwelle.
Dieses Extra kann zweimal ausgewählt werden. Die zweite Stufe gibt zusätzlich plus 3 Punkte. Das Härte ist cool. Revolvermann. Wenn Sie eine Pistole oder ähnliche Einheit verwenden, ist Ihre Präzisionswaffe erheblich erhöht. Hey, cool. Oder ähnliche Einhandwaffe. Sehr gut. Schatzsucher. Mit dem extra Schatzsucher finden Sie in den Behältern wesentlich mehr Nuka-Cola, Kronkorken als sonst. Jo. Gut. Revolvermann, Leute. Oder Härte. Ja. Fertig. Ich werde Revolvermann nehmen. Dankeschön. Sehr gut. Also, 100 Kronkorken. Das finde ich ja mega und wir sind besser. So. Was haben wir nachher? Genau. Ich kann's machen, Leute. Und zwar, was kann ich machen? Auf jeden Fall erst einmal zu Cass gehen. Sie wird jetzt die kaminrote Leute, sie wird ihre Karawane an die Kompanie. Kaminroten Karawane verkaufen. Jetzt kriege ich es raus. Servus. Dich wird man nicht los. Wie eine schlechte Angewohnheit. Was geht dir durch den Kopf? Schau mal. Ja, ja. Sprache 50 bräuchte ich für die Sprache. Ach du Heilige, nicht 5, ich dachte 45. Wurscht, okay. Egal, ich geb. Pass auf. Piss auf dich auf, ich weiß. Ich piss auf mich auf. So. So, dann machen wir weiter auf der Leiter. Was haben wir jetzt für Aufgaben? Ach, Daten, Aufgaben. So, da haben wir nichts mehr. Lalalala. Schießerei in der Geisterstadt. Ich will den Sheriff als Mann. Warum nicht einmal das, Leute? Chat überzeugen, Vorräte. Schießerei in der Geisterstadt, oder? Mach ich das einmal, Leute. Schießerei in der Geisterstadt. Und ich weiß sogar schon, wo das ist, ihr Lieben. Schießerei in der Geisterstadt. Und da fahren wir jetzt doch hin, Leute. Da fahren wir hin. Good Springs. Ich kann leider Gottes nichts kaufen, verkaufen, keine Ahnung was. Ich habe aber wieder einige, ich habe glaube ich 9 oder 10 Stimpbugs. Ich will warten. Es ist 11 Uhr, 12 Uhr. Ich schlafe 12, 8 Stunden, Leute. 8 Stunden warte ich hier. Ich warte. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Bitte halten Sie die Leine. Leute, ich könnte Übersetzer werden, ich schwör's euch. So, Easy Pete. Wo sind Sie denn, Mr. Peasy Eat? Easy Pete. Sprengstoff vielleicht? Hast du für mich Sprengstoff? Der Easy Pete ist nicht da, dann wird er sicher da drin sein, Leute. Endlich wieder in Good Springs. Easy. Wo ist der Easy Pete? Ist da keiner zu Hause? Ah, die kommen erst ab 9 Uhr, oder? Kann ich denn was stehlen? Oder, na, stehlen, aber kann ich denn was nehmen? Keine Ahnung. Da ist ja niemand da, Leute. Wann kommt's hier denn? Das ist ein cooles Thumbnail, Leute, ha? Wahnsinn. So. Okay. Chat. Ich weiß, ich kaufe jetzt nichts von dir und verkaufe dir auch nichts, aber... Hallo? Du musst mir helfen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nein. Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu bekämpfen. Schon wieder? Wie gesagt, ich bin dagegen, dass man sich mit den Pulverbanditen anlegt. Meine Vorräte sind nicht billig, wissen Sie? Fashion, passt. Ja! Dann lassen Sie sie die Stadt übernehmen. Ihrem Geschäft schadet das Ganze bestimmt nicht. Ja, genau. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Natürlich. Und ich werde währenddessen den Laden bewachen. Ja. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. Natürlich. Gut, super. Post! Level 6, Leute. Ja. Auf Wiedersehen. Immer mit der Ruhe, sagst du. Und da steht aber nur keine Hektik. Also, Wahnsinn, was ist da los? Bist du jetzt endlich da, PC Eat, Easy Pete?
Die sind alle weg, Leute. Wo sind sie denn? Die stehen wahrscheinlich irgendwo... Da, schau doch mal. Easy. Ah, du bist ja gar nicht Easy Pete. Good Springs. Was? Siedler. Ja, ich gehe noch einmal zu den einen Kollegen da rein. Da oben. Da gehe ich hin. Weil... Ich muss noch zu Easy Pete, Leute. Ich muss zu Easy Pete. Der muss doch da irgendwo sein, Leute. Sehr was? Was ist das für ein Viech? Ein Brahmin. Ein Brahmin-Bulle, oder was ist denn das? Junges Großhorn. Ach du Kacke. Das hatte ich noch nie gesehen. Ich meine, vielleicht habe ich es damals gesehen, aber nicht wahrgenommen. Ja, Leute. Wo ist denn der Easy Pete hin? Leute. Jetzt ist ja schon wieder aus der Folge, ich glaub's ja nicht. So, ihr Lieben, das war's aber mit der Folge. Wir warten dann noch auf Easy Pete. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben. Da geht's weiter hier in Good Springs einmal. Macht's gut, Game Over und ciao.